Hallihallöchen, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einem Let's Play StarCraft 2. Und zwar ist heute die Alpha von Warcraft irgendwas rausgekommen. Es geht um Warcraft. Warcraft in StarCraft. Warcraft 3 in guter Grafik. Oh, wie geil. Ja. Armies of Azeroth, glaube ich. Warcraft, Armies of Azeroth, genau. So hieß es. Und, ja, ey, komm. Wir werden sowas von hier eine Dings spielen. Kann man eigentlich gegen KI spielen? Ich probiere es mal aus. Wenn es nicht funktioniert, dann sehen wir das. Naja, probieren wir mal. Oh, Warcraft. Ich freue mich. Bisher sind aber nur Menschen und Orks spielbar. Oh, schön. Wie geil das doch ist. Guckt's euch an. Motherfucking Warcraft. Oh, wie geil. Wenn Warcraft irgendwann 4 rauskommt, ey, ich glaube, ich werd nicht mehr leben. Oh, Warcraft. Armies of Azeroth. Schön. 4 FPS, 0 FPS. Läuft nicht. Komm, mach inne. Ich will spielen. Oh Gott, die Ernte hat sich verändert. Wir haben gesiegt. Ah, okay. Das heißt, wir müssen tatsächlich mit Dings spielen. Mit. Oh, wie geil! Gut. Wir sehen uns aber gleich wieder, wenn wir gegen richtige Spieler spielen. Bis denn. So, es geht weiter! Sofort! Wow, ich bin so aufgeregt. Aber richtig aufgeregt. Oh, ich muss den Pegel runterstellen, ich schreie zu viel. Ich bin so glücklich, ja. Sehr glücklich. Dass immer sowas rauskommt, wenn ich kurz vor der Prüfung stehe. Ich verstehe es nicht. Ich habe nämlich am Mittwoch jetzt, in 2 Tagen, morgens Dienstag, heute ist Montag, übermorgens Mittwoch, meine Waschprüfung. Als Krankenpfleger muss man eine Waschprüfung ablegen, beziehungsweise die Probezeitüberprüfung, in der man Prophylaxen macht, Leute wäscht und übergibt und so weiter und so fort. Also sich nicht auf die Patienten, sondern die Patienten an Schwestern. Oh, Warcraft! Ich muss das Spiel mal ein bisschen lauter stellen, weil ich das... Oh, warten soll. Wartet! Optionen. Sound. Gesamtlautstärke auf 40. Das ist so geil. Hört es euch an. So auf Englisch, aber trotzdem noch Hammer, ey. Lass mal ein paar Höfe bauen. Ich kann die nicht bauen. Oh, schön. Oh, Warcraft. Aber das Geld war hier. Das finde ich jetzt ein bisschen scheiße, ne? Das ist nicht original. Oh, freue ich mich, ey. Freue ich mich, das spielen zu können. Guckt euch diese Grafik alleine an. Die haben sogar... Guck mal, diese Bauanimation ist sogar drin. Die hätten es natürlich auch ganz einfach machen können, aber sie haben selbst die Bauanimation übernommen. Und die Musik! Oh. Job done. Wie geil, ey. Yes, my lord. What is it? What is it? More work. Yes, my lord. What? Du gehst danach dahin. What is it? Und du baust danach eine Kaserne. Ich war immer sehr schlecht in Warcraft. online. Nicht einen Paladin. Wir könnten natürlich einen Blutmagier, einen Erzmagier, einen Mountainkönig nehmen. Ihr habt ja Warcraft bei mir gesehen, also was erzähle ich hier eigentlich? Ihr kennt Warcraft. Hoffe ich jedenfalls. Och, wie geil. Och, wie Hammer, ey.
Es gibt sogar eine Dings, eine Taverne. Under Attack. Hm? Boah. Haben sogar einen Blade Master, haben sie. Wie geil das ist. Wie Hammer, ey. Ich bin begeistert. Ich bin wirklich begeistert. Wenn mein Hund nicht bellen würde, wäre ich noch mehr begeistert. Okay, der Paladin sieht auch geil aus, ne? Wie geil. Wie Hammer. Oh, ich bin... geflasht. Vor allem, wie auch das Sonnenlicht runtergeht und diese Shader-Effekte. Es gibt Licht und sowas. Wie geil, ey. Okay, so sehen die Soldaten aus. Nice, ey. Die haben sogar das Wappen von Lordaeron auf dem Schild. Wir Lordaeron. Für das Licht. Ah, ich verstehe. Dafür also. Dann brauchen wir noch zwei Riflemänner. Riflemänner! Du sollst abhacken. Du bist unser Bautypi. Baut er gerade. Kann er später bauen. Bauen dann nochmal zwei von den Höfen. Dann kann er auch mal wieder als Hacken gehen. Genau. Ich könnte aber schon mal losgehen und ein bisschen aufräumen. Was hier so ist. Oh Gott, ey, dieses ist Nacht! Und einfach die Bäume leuchten, ey, das ist so geil. Oh, wird angerufen. Alle auf den Helden natürlich. Den Helden sind immer natürlich das, was am meisten ausmacht in diesem Spiel. Werden das hier jetzt nicht schaffen. Ist mir klar. Als Orks sind. Unser Verbündeter braucht unsere Hilfe. Na, wir haben natürlich unsere Bauarbeiter. Kräftig mithelfen. Komischerweise levelt unser nicht. Wir haben noch keinen gekillt, kann das sein? Das ist mir jetzt peinlich. Walk and Money. Einen haben wir jetzt gekillt. Kann es sein, dass die Orks ein bisschen stärker sind als die Menschen? Ist das möglich? Der Held unseres Verbündeten ist tot. Ready to work. What would you ask of me? Wunderbar! Wir haben Verstärkung. At your call. It shall be done. Let me... Komm, töte ihn. Die müssen wir noch mitnehmen. Komm schon. At your call. I am not afraid. Gut, dann nicht. Back to work. Geh zurück zur Arbeit, ihr Penner. Wir waren sehr schlecht. Aber wir haben keine Einheiten verloren, schön. Komisch, dass sie aber sofort unser Lager angegriffen haben. Aber die haben auch sofort angegriffen. Und die haben zwei Kasernen. Sollten wir auch vielleicht zwei Kasernen bauen? Das wäre vielleicht besser, ne? Dann brauchen wir hier noch eine Kaserne. Wenn du jetzt 60 Geld hast. Okay.
Unser Verbündeter braucht unsere Hilfe. Der ist nicht schlecht, ne? Off I go then. I am not a friend. Hätten vielleicht heiliges Licht erstmal aussuchen sollen. Der greift mich aber schon ziemlich stark an, ne? Der Held wird jetzt sterben. Kacke. Wir hätten vielleicht Gottes Schild aussuchen sollen. Die sind nicht so gut, ne? Schade eigentlich. Ich hab gedacht, ich wäre besser. Aber wenn ich halt die ganze Zeit nur im Verteidigen bin, kann ich mich natürlich nicht expandieren. Ich krieg auch kein Geld dazu. Ich krieg auch kein Geld rein. Nein, du sollst hier. Ja, wir werden sterben. Da können wir auch mal helfen. Wir sind ziemlich schlecht. Wer soll nicht wieso? Der tötet natürlich meinen Bauarbeiter, ist ja sehr klug. Weil ich halt keinen Upkeep habe, beziehungsweise kein Gold. Und so weiter und so fort hab. Unser Verbündeter braucht unsere Hilfe. Der wird natürlich von Schildkröten angegriffen. Wie könnte es anders sein? Wir geben jetzt mal kein Gold aus, weil ich Angst habe, dass wenn wir Gold ausgeben, er hat aber auch schon abgedingst, krass, dass wir keine Chance mehr haben, Dings zu bekommen. Der schafft das auch nicht, krass. Krass, er schafft das nicht. Der Held unseres Verbündeten ist. Krass, ups. Naja. Scheiße. Scheiße. Das war schlecht. Ja, der wird's niemand schaffen. Scheiß Orks, ey. Ja. GG, ne? Aber Warcraft, ey! Das ist schön. Weg zu Scheiße. Wir werden es noch schaffen. Wir haben keine Bauarbeiter mehr. Aber wir werden es schaffen. Ich glaube, wir werden es endlich schaffen. Ja, Vitali. Ist alles, was ich habe. Nämlich nichts. Und
ich glaube, wir beenden das mal. Wir sehen uns gleich wieder. Bis denn. So, und weiter geht's. Ich hoffe, dieses Mal besser als vorher. Ich habe jetzt random gemacht. Ich weiß nicht, wen wir spielen. Ich konnte nicht aussuchen, ob Ort oder Menschen, weil es viel zu schnell ging. Es gibt bisher auch nur diese eine Map, Turtle Rocks. Und ich hoffe, dass wir dieses Mal ein wenig mehr machen können. Anstatt zu verlieren. Ja. Hey. Hilfe. Aber Warcraft. Starcraft 2 reagiert nicht. Jetzt funktioniert es wieder. Komisch. Wir sind wieder Menschen. Stört mich auch nicht. Gut, ich merke, dass alle irgendwie schnell darauf bauen, Einheiten zu bekommen und Leute zu töten. Deswegen werden wir das jetzt auch tun. Weniger auf spätere Finanzen achten, weil ich baue immer eigentlich gleich Höfe, damit ich schnell viele Einheiten haben kann und dann erst den Heldendings, damit ich gleich einen Held habe, aber ich glaube, wir müssen alles gleichzeitig bauen und so weiter und so fort. Ich baue immer eigentlich auf Zeit, dass ich lange spiele. GGHF Mates. Good game. Have fun. Mates, oder? Ja, hoffe ich doch. Komisch. Alle so kapitalistisch, die hier sind. Und alle sofort super viele Einheiten und sowas. Ich brauch meine Ruhe. Ich bin ein alter Mann. Aber er baut genauso wie ich. Also scheint es richtig zu sein. Was ich jetzt mache. Also gleich eine Kaserne. So, geh Holz hacken. Spaß. So. Footman. Gleich 4 Footmans. Und dann gleich wieder in der Hütte, oder? Ja, komm. Gleich wieder in der Hütte. Da eine Hütte. Dann die Schmiede und dann erst ein Sägewerk. Dann erst ein Sägewerk, du. Paladin Mountain King. Der Mountain King ist eigentlich super. Wir nehmen erstmal den Mountain King. Job's done. Muradin. What? Yes, my lord. All right. Ready for action. Bauen wir mal die Schmiede hin. Das heilt irgendwie ziemlich, kann das sein? Dass du gerne US-Teenie-Filme glotzt? Tja, da werden wir schon mal ganz nachdenklich bei diesem tiefsinnigen Stoff. Wenn man billig Alkopops immer den Alltags Stress entflieht. Nee, Trottel entflieht, glaube ich, ja. Kann ich verstehen, dass man versehentlich nur den halben Kopf rasiert und du willst nur Liebe haben, denn die Trennung war ein Schock. Dann stell ich einen Block mit deiner Leggings und dem Rock vor. Und auf jeden Fall sollten wir das hier, die Blacksmith, unser Verbündeter braucht unsere Hilfe. Oh, wie geil, der Mountain King. Oh, wie schön. Guckt ihn euch an. Er hat einen Totenschädel auf dem Rücken. Zwei sogar, Ogre. Oh, wie Hammer. Ey, sorry, aber ich bin begeistert. Begeistert. Oh, wie schön. Oh, diese Effekte, wenn man das wegschleudert. Ich will einfach nur einen Ansehen-Modus, wo ich stundenlang die Sachen hier ansehen kann. Wie geil. Yes, my lord. Off I go then. What is it? Wie viel kostet ein Sägewerk? 120, können wir uns eigentlich leisten. Oh, die greifen gleich das Lager an. Sollten wir das auch tun? Ja, komm. Build more forts.
Die müssen ja dann hier oben sein, ne? Probieren wir es mal aus. Job's done. Brilliant. Hold him away. Wait till you see me in action. Unser Verbündeter braucht unsere Hilfe. Schön, dass wir wenigstens einen Down bekommen. Können uns vielleicht weiterhelfen. Ansatzweise. Unser Verbündeter braucht unsere Hilfe. Ich greife natürlich zuerst mal die Einheiten an. Jetzt ist ziemlich eingebaut, finde ich ziemlich nice. Typ hat Ahnung. What the fuck? Jetzt rappt er hier sogar. Job done. Vielleicht eine zweite Berg bauen? Yes, my lord. Unser Verbündeter braucht unsere Hilfe. Muss ein bisschen mitbekommen, wie man das macht. Aber die Gegner nicht zu Rande kommen lassen. Brauch mehr Holz. Unbedingt mehr Holz. Unsere Einheiten sind alle fast tot. Kriegen die eigentlich Leben dazu? Ja, ganz langsam. Unser Verbündeter braucht unsere Hilfe. Hold him away. Move it. Give me something to do. Ja, der ist sowieso schon Oderköpfe. Jetzt haben wir sogar eine Klaue des Angriffs plus 6. Nice. Unser Verbündeter braucht unsere Hilfe. Ist eigentlich schon ein ziemlich nice das Spiel, ey. Wie geil. What is it? Alright. So, jetzt bauen wir noch 100 Holz. Unser Verbündeter braucht unsere Hilfe. Ich verstehe nicht, warum sie immer so Job done. Steht. Build more farms. More work. Job's done. Ja, wir haben Arbeit. Job's done. Off I go then. Ich verstehe nicht, warum der so oft Job done sagt. Das ist ein Bug. Ja, damit. Unser Verbündeter braucht unsere Hilfe. Zwing mich nicht, dich zu hassen. Aye. More lumber is required. Give me something to do. Hold him away. Brilliant! Move it! Hold him away! I'm coming through! Brilliant! So. Job's done. Move it! What are you doing? Nein! Wait till you see me in action! Slivers of agility. Give me something to do! Hold him away! Move it! So, der baut da fleißig weiter. Das baut das, 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 das. Wir haben wieder einen Wifey-Man gekillt. Du wirst auf jeden Fall ein arkanes Sanktum bauen, wenn wir nämlich hier eine Town Hall haben. Beziehungsweise dann so ein Castle. Oder Keep, glaube ich. Das hier brauchen wir dann später auch auf jeden Fall für den Greifenhorst. Unser Verbündeter braucht unsere Hilfe. Ich frag mich, ob wir uns dann hier so einen Helden holen, weil Sylvanas und sowas, die sind schon ganz nice, ne? I'm coming through. Ready for action. Unser Verbündeter braucht unsere Hilfe. Upgrade complete. Unser Verbündeter braucht unsere Hilfe.
an unsere Hilfe. Ja, ja, wir helfen ja schon. Oder auch nicht. Guck mal, was wir uns hier holen können. Was für Helden. Sie können diese Einheiten nicht steuern. Aber wir haben doch jetzt schon Dings. Komisch. Naja, egal. Yes, my lord. Der baut hier auf jeden Fall mal eine Torn Hall. Eine zweite. Du holst hier auf jeden Fall das Dom aufs Welt. Die hier bauen auf jeden Fall besseres Holz abbauen. Long Rifle holt ihr euch. Du baust hier das hier weiter aus. Wir bauen hier auf jeden Fall neue Einheiten. Da braucht unsere Hilfe. Du baust ein Arcanus Sanctum. Nee. Du baust ein Arcanus Sanctum. Wenn wir genug Holz hätten. Und wir brauchen natürlich mehr Dings. Mehr Hilfe. Wie könnte es auch anders sein? Research complete. Ready for action. Unser Verbündeter braucht unsere Hilfe. Natürlich brauchen wir mehr Hilfe. Ich hasse es schon wieder. Ich kann hier nicht bauen. Yes, my lord. Braucht er wirklich Hilfe? Nö, der ist ja easy hier. Er schafft es ja super. Wir könnten ihn ja so ein bisschen abfangen. Upgrade complete. I'm coming through. Brilliant. Scheiße, war zu spät. Egal. Wait till you see me in action. I'm coming through. Haben wir jetzt genug Holz? Ne, wir haben noch nicht genug Holz. Was soll denn das? Machen wir drei draus. Job's done. So. Der baut dann mal hier ein Arcanus Sanctum, weil wir brauchen unbedingt Heiler. Sonst zerfällt unsere Armee nämlich in tausend kleine Stückchen. Und das wäre kacke. Sogar so ziemlich. Nein! Wir haben Low Upkeep. Das bedeutet, wir kriegen weniger Holz und weniger Leben. Kacke. Defense will ich nicht bauen. Workshop bauen wir auf jeden Fall zum Zerstören. Aber wir hacken erstmal ein bisschen Holz. Krass, die bauen immer nur Rifleman, die sind wahrscheinlich super stark, ne? Unser Verbündeter braucht unsere Hilfe. 19 bis 28. Say the word. Ah, okay, gut. Ich versteh's. Und nochmal weg. Dann waren wir auf jeden Fall ein Paladin. Ein paar mehr Hilfe. Unser Verbündeter braucht unsere Hilfe. Schön, beide gekillt. GG. Space Bear. Space Bear ist geliebt. Das war schön. Ja, GG. Mit Deathwing. Ich heiße einfach Deathwing, das ist mir so peinlich. I live to serve all believers. The forces are under attack. Stuff of Mana Stealing. Boah, Feet, das sind wir. I'm coming through.
Oh, der Zwergenkönig ist so schön. Der Bergkönig heißt er. Ordentlich. Oh, das ist so schön. Hier zu den Mana natürlich. Wie kann das anders sein? Für alles, was wir zu tun, haben wir nicht zu wenig Mana, sondern zu wenig Dings, meine ich. Holz. Für alles einfach. Wir hätten mal die Stacheln ausbauen sollen, weil wir so viel Nahkämpfer haben. Müssen wir sagen, eigentlich haben wir nur Beikämpfer. Sieg! Schön! Zurück zum Spiel. Ach ja. So sieht also der Dings aus. Morgenchen. Ja! Ich würde mal sagen, ein Lose, ein Win, GG, EZ und so weiter und so fort. Ja, ich mache noch mal schnell einen Keep und gucke mir mal, wie der Blutmagier aussieht. Weil ich den unbedingt sehen möchte, weil ich den Blutmagier echt toll finde. You require my assistance? Yes, I do. Komisch, dass wir keinen... jetzt! Da können wir den Rexer rausholen, den Fire Lord und den Pit Lord. Pit Lords sind auch schön. Die machen Splat. Aber ich möchte mir lieber den hier, den Blutmagier ansehen. So lange spielen wir noch und ich glaube, ihr habt noch so lange Geduld und Zeit. Und Lust vor allen Dingen. Let me face the battle. Well, I can hardly wait. Nicht, dass ihr euch jetzt wundert, ich kann ihn spielen, weil keiner mehr im Spiel ist. Dann kann man nämlich die Einheiten des anderen spielen. Boah! Wie die alle gleichzeitig feuern, das sieht so krass aus. Der Paladin und der Bergkönig sehen schon Hammer aus. Der Magier, der sieht halt aus wie Antonidas in WoW. Aber ich finde, der sieht nicht so stylisch aus. Hat nicht so einen Style. Die könnten schon mal den Blutmagier machen, ja, dann. Der hat kein Essen. Genau, aber dann warten wir noch kurz. Wie den alle einfach anschießen und niemand den töten kann. Jetzt ist er tot. Boah, spritzt das Blut und dann fliegt er noch mal. Schön. Okay, Warcraft. Ich bin einfach glücklich gerade. Dass man mal wieder Warcraft spielen kann. Wasser geknallt. So, jetzt können wir den Blutmagier erschaffen. Blutmagier. Wie sieht ein Ritter aus? Boah, schön. Ich will nämlich mal gucken, wie alle fast Gebäude und sowas Einheiten aussehen. Den Ritter will ich auf jeden Fall noch sehen und hier, das Mörser-Team. Mörser! Alle Einheiten nämlich nochmal ansehen. Hier kommt nämlich die Reitereinheit. Oi! Oi! Der sieht ja schön aus. Der sieht echt nice aus, ne? Dann noch so in Blau. Ein richtiger Allianz-Typ. Wow! Der ist nicht blond. Der ist rothaarig. Merger Combat! Wie geil. Okay, der hat aber scheiß Fingernägel.
Geil. Oh. Seth Abalanar. Ah, Seth Abalanar. Andu Falab. Alu Belodanar. Child's play. For now. This prattle bores me. Cool. Oi. What's the flight plan? Schön. Let's get to fighting. Das Mörser-Team? Ach, wir. Mann, ich will in Warcraft 4. Hey, you! Catch! They're dead! Eat mortar! Eat lead! Mobile! Come on, Shot! Fressblau, Bun! Yes, my lord! Wie schön, ey. Das Mörser-Team. Move your arm. Dahinter Ironforge. Die stehen wirklich hinter Ironforge. Der steht irgendwie hinter roter Dings. Der steht hinter, glaube ich, das müsste Stratholm, glaube ich, sein. Dieser Turm vor Stratholm. Wenn ich mich recht entsinne. Oder vielleicht irgendwo ein Turm. Der steht auf jeden Fall vor Ironforge. Auch der paar Dampfpanzer. Die will ich auch nochmal sehen. Tut mir leid, wirklich, wenn ich, ein bisschen überschühe. I'm your shooter. Der steht natürlich hinter Dalaran. Vor Dalaran. Wegen der Stadt in Lordaeron halt. Und wo stehen die vor? I am your servant. Gott, das kann ich gar nicht sehen. Müssen wir run. Wird höchstwahrscheinlich der Imbersangwald sein, aber ich kann noch nicht genau was erkennen. I smell magic in the air. There is no magic in the air. What would you ask of me? Oh Gott, wo da steht der denn? For my people. Sieht ein bisschen aus wie Höhlen der Zeit. I? Und? The Blood Elves await. Ja, okay, der steht natürlich vor dem Blutelfen-Stadtgebiet. Boah, der sieht hammer aus, ey. Guckt ihn euch an! Den Ficker! Oh mein Gott! Kick down something. Oh. Mhm. What a good idea. So sexy. God damn, girl. Ja. Cool. Auf jeden Fall sehr cool. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Solltet ihr auf jeden Fall spielen. Ich werde es auch noch ein bisschen spielen. Schreibt in die Kommentare, ob ihr vielleicht auf Let's Plays noch mehr diese Map mehrmals hintereinander Bock habt. Und ja, ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns in einem nächsten Part. Bis denn.